Warte mal. Bereit zum Installieren? Warten. Oh nö! Ich hab's gewusst, dass ich das Spiel lieber gestern hätte reinschmeißen sollen, damit das schon mal installiert wird und irgendwelche Patches runtergeladen werden. Aber nein, ich musste ja unbedingt in Bloodborne irgendwelche Kelch-Dungeons machen. Ich meine, okay, ich könnte halt auch jetzt spielen, aber... ich meine, hey, da ist ein Patch, also keine Ahnung, was für Fehler korrigiert worden sind oder was irgendwie besser gemacht worden ist, keine Ahnung. Aber ich nehm's mal lieber mit. Warte mal. Der Patch ist jetzt schon drauf? Und das ging ja schnell. Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Dies sind die Spracheinstellungen Ihrer Konsole. Sind sie korrekt? Hä? Was? Wie? Ich hab nichts verstanden. Was hast du gesagt? Ja, sind es korrekt. Warum halt auch nicht? Untertitelgröße. Ah ja. Ah, das kann ich sehen. Okay, warte mal. Sehr groß, das ist... Also wenn die da unten bleiben, dann dürfte es nicht unbedingt jetzt so ein Problem darstellen, wenn die jetzt so groß sind. Ich meine, wenn ihr das auf YouTube sehen tut, dann habt ihr jetzt sowieso wahrscheinlich alles kleiner. Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn es dann so groß ist, oder? Ich meine, selbst wenn ich im Thumbnail machen möchte, dann dürfte es eigentlich passen, so wie es aussieht jetzt gerade. Ja doch, also lass ich mal. Manchmal stört es zwar, dass dann irgendwelche Untertitel dann irgendwo dastehen, aber hier glaube ich nicht. Ja, mache ich schon, Siri. Das kann, glaube ich, so bleiben, oder? Machen wir es mal so. Auf YouTube ist da sowieso alles dunkler. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Was? Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer fortgeschrittenen Steuerung, eine faire Herausforderung, in der Fehler zum Verlust eines Charakters führen können. Okay. Erfahren, leicht, nee, ich bleib bei erfahren. Wobei ich jetzt schon irgendwie das Gefühl habe, dass... Ich habe keine Ahnung, wie viele Charaktere in dem Spiel vor allen Dingen sind, aber gefühlt die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, verrecken werden. Ich meine, so wie ich spielen tue... Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Ich kenne eine andere. Die spielt ein paar tausend Jahre in der Zukunft. Da laufen komischerweise irgendwelche Androiden mit Lolita-Klamotten durch die Gegend, beziehungsweise Lolita-Goff-Klamotten durch die Gegend und retten irgendwie die Welt. Mehr oder weniger. Obwohl gar keiner mehr existiert. Ha! Nette Tricks! Ein bisschen sehr leise, oder? Ah, okay. Ich muss mal gerade ganz kurz was gucken. Kann ich hier noch was machen? Weil es ist ein bisschen leise, finde ich. Ah, was? Wie? Was? Nur im Hauptmenü verfügbar? Ich hab noch nicht mal eins. Was? Ich will gerade die Steuerung, nicht die Steuerung, mein Sound ein bisschen höher machen, aber, ach, da ist ein Hauptmenü. Okay. Ey. Ja, das ist ja gerade natürlich super. Ja, gut, mache ich mal ganz kurz. So viel zum Thema Vorbereitung, ne? Das ist gerade profimäßig hier, was ich hier mache. Absolut. Also die einzigen, die das höchstens noch besser machen können, sind Leute, die das auch anständig machen wollen. Hi Siri. Wie geht's denn so? Das ist das Optionsmenü. Hier können Sie Ihr Spielerlebnis anpassen. Ja, kommt das immer mit so einem Close-Up oder ist es nur extra jetzt gerade? Was ist denn das für ein... Was ist denn das bitte für ein... Sag mal,
Ich dachte, ich tu mal eben die Soundeinstellungen höher stellen oder niedriger oder was weiß ich. Stattdessen kriege ich hier sowas. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das verändert. Hört man irgendwas? Ich höre keinen Unterschied. Zurück ins Spiel. Gespeichert. Das ist schön. Zurück ins Spiel. Gut. Nach diesem echt mega schönen Anfang kann es ja jetzt wirklich mal richtig losgehen, ne? Was haben wir denn hier so? Kann ich mich umgucken? Okay. Was hat er gerade gesagt, bin ich? Ich bin ein Ermittler. Okay, ich habe gerade schon mich irgendwie verhört und dachte, ich bin ein Vermittler. Philips John, geboren 11.10.1999, Wohnhaft 1545 Park Avenue, Detroit. Philips Caroline, Philips Emma, okay. Ach, das sollte ich gerade machen mit dem Stick. Okay. Ich hab mich gerade schon gewundert, was muss ich denn dann machen? Nettes Bild, ist das ein Wurmloch? Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Lass das Ding nicht zu mir! Halte das Ding von meiner Tochter fern! Lass das nicht zu mir! Ding? Was hat die denn für ein Problem? Da liegt ein Fisch in der Gegend. Zwergfadenfisch. Ach, was wie? Ich kann den einfach liegen lassen oder retten. Ja, komm, retten wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich Fischstäbchen machen soll. Dann schmeiß ich mal das Ding da einfach mal rein. Ne? Muss ja nicht in der Gegend rumkammeln. Ah, okay. Ah, da hinten ist er. Mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Fuck. Dachchen, hallo. Was? Sag mal, ich möchte mit dir reden. Ach so, jetzt kann ich reden. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Name des Abweichers, Verhalten des Abweichers, emotionaler Schock, Deaktivierung. Ach, das geht auf Zeit! Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Rette die Geisel um jeden Preis. Verstehe, was passiert ist. Ach, was wie? Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Was? Waren das jetzt zwei Optionen, die ich gerade zur Verfügung stehen habe, oder was? Orte die Geisel. Verstehe. Ah, okay. Ach so. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht zu wissen, was hier eigentlich los ist. Oh, eine Knarre. Beziehungsweise, da war mal eine. Benutze den rechten Stick, um den Cursor zu bewegen. Okay. Was habe ich denn da gemacht? Ach so, sollst du gedrückt halten. Sehr viel sagen tut mir das aber jetzt gerade nicht, außer dass ich da, wie schon gesagt, eine Knarre drin hätte. Und da wäre wahrscheinlich Magazin, aber ich kann mir das nicht angucken. Wo soll denn noch ein Hinweis sein? Ah, da. Da ist die passende Munition. Was? Ach so.
Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Okay. Ist das jetzt die Info, die ich brauche? Huch, was? Was steht da? Chance auf Erfolg? Ah, verdammt. Das sah ich jetzt gar nicht so richtig. Jetzt darf ich erstmal hier so schön erstmal reinkommen in dieses Spiel. Oh, da liegt jemand. Was? So, ich suche das Zimmer der Geister. Das mache ich auch direkt mal. Na, der hat auch schon mal bessere Tage gesehen gehabt, der Kollege hier. Lungenblutung. Pneumothorax. Da lernt man ja sogar irgendwelche Fachbegriffe sogar. Linke Niere perforiert, tödliches Abdominaltrauma. Hm. Das hört sich alles nicht gerade so gesund an. Ist das auch ein Hinweis? Lungenblutung, innere Blutungen. Und sonst noch? Oh, was? Da ist doch gar nichts. Ja. Danke, Sherlock. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er verstorben ist. geschätzter Todeszeitpunkt 19.29 Uhr. Kann man sehen, wie viel jetzt wir Uhr gerade haben? Das ist tolles Deutsch. Kann man das sehen jetzt gerade, wie viel Uhr wir haben im Spiel? Ich glaube nicht, oder? Aber vielleicht ist hier irgendwo eine Uhr. Dann könnte man das vielleicht sehen. Vater hielt etwas in der Hand. Sieht aus wie eine Art Notepad? Notebook? Oder wie heißen die Dinger auch nochmal? Tablet, genau. Hier ist aber nix. Oder hätte ich jetzt gerade da irgendwas machen sollen? Ach ja, stimmt. Ich kann hier nichts machen gerade. Oh, warte mal, da hinten ist der andere Typ, der ihn erschossen hat gerade, sehe ich gerade. Benutze den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Achso, ich sollte wahrscheinlich jetzt gerade ihn ins Target nehmen, oder? Ich bin jetzt gerade sehr verwirrt, was ich hier machen soll. Ach, ja, okay, ja. Oh Mann, bin ich deppert. Die Flugbahn von dem Teil. Stimmt, mein Gott. Es hat aber lange gedauert, bis das in meinem Kopf reinging. Jetzt muss ich ein Touchpad benutzen. Okay. Ihre Bestellung eines AP-700 Androiden wurde registriert. CyberLife bedankt sich für Ihren Einkauf. Oh, was? Wie? Was? Oh, oh. Gib mir Deckung, ich bin angetroffen. Ich bin angetroffen. Sofort evakuieren. Und ich stehe einfach mal ganz gechillt in der Gegend rum. Ich meine, okay, ich bin Android, aber... Officer war erster vor Ort. Und ist der erste, der gestorben ist. Also dazu sage ich jetzt mal nichts. Aber jetzt kann man ungefähr vielleicht ausmalen sich, wie viel Uhr wir gerade haben. Wir haben gerade 20.03 Uhr. Okay. Dann war das vor einer halben Stunde gewesen, dass der eine Typ da umgenietet worden ist. Na, wo ist der nächste Hinweis? Ach so, seine Knarre, okay. Wieso hatten die so eine Verletzung jetzt da hinterlassen? Warte mal, der wurde von da erschossen? Hä? Warte mal. Der war ja dann hier drinne. Geister sah die Schießerei. Oh. Oh. Dann bin ich ja sehr nah an der Geißel gewesen, zur Befreiung, ne? Und ob das so viel bringt ohne Knarre? Polizist verletzte den Abweichler. Ach so, ist das das blaue Zeug da, oder was? Aber der war hier drinnen gewesen? Den habe ich gar nicht gesehen.
Kann ich die haben? Oh, ich konnte das nicht sehen. Was? Durchsuche das Zimmer der Geißel? Welches Zimmer? Androiden ist es strengstens untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Okay. Aber ich kann sie doch... Ich bin doch ein Ermittler, oder? Dann dürfte ich doch eigentlich die Möglichkeit haben, dies als Beweismaterial für irgendetwas zu haben. Ich meine, hey, der eine Android hat ihn umgebracht, also... Ne? Ah... Auch wenn es wahrscheinlich falsch ist, nehme ich es mal lieber mal mit. Ich bin Ermittler. Ich denke mal, ich habe gewisse Privilegien. Wobei ich das bezweifle gerade. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Oh. Okay. Bewegt sich gerade das Bild? Wieso habe ich denn das Bild jetzt angeguckt? Ich habe es leider nicht genau angeguckt, weil ich gerade ein bisschen... Ich würde ja gerne. Steh da nicht herum! Ja, was soll ich denn machen? Ihr seid doch hier das SWAT-Team mit den 1000 Knarren! Soll ich da einfach hingehen? Achso, ich sollte ja zu ihm hin. Genau, stimmt ja. Okay, dann mache ich das mal. Oh, was? Worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Arschloch ab. Ich habe freie Schusswahl. Wieso? Wieso leckt er das Blut ab? Frisches blaues Blut. Ja, verdammt, konnte ich mal lesen. Das ist ja interessant. Er leckt mal eben das, keine Ahnung, Motorölblut von dem Androiden und weiß plötzlich, welches Modell das ist. Okay. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Was ist nochmal X? Ich finde X nicht da. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Daniel. Den Namen haben sie mir gegeben. Bleib weg! Oh, verdammt. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Was alles aufhört? Bist du bewaffnet? Nein? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst. Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Und jetzt geht die Jacke nach oben und man sieht die Knarre. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Verstanden? Ich
Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Das sagst du, aber nicht ich. Da, du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Die Waffe einsetzen. Oh, verdammt, die Zeit. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Waffe einzusetzen wäre nicht gut gewesen. Oh. Aber jemand anderes hat gerade das Problem gelöst, ohne dass die Geißel dabei umgebracht wird. Weil das hätte ich nämlich vermutet. Hätte ich nämlich ihn abgeknallt, wenn er nach hinten gefallen und die Geißel war auch weg. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Was? Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du... Ja, ist ja gut, wie viele denn noch? Was, vielen Dank? Vielen Dank fürs Spielen, oder was? Ist schon Ende? Wo war ich stehen geblieben? Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Okay. Oh. 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 Und diese Szene hatte jetzt gerade mal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Enden gehabt. Er hört sich ja toll an. Oh Gott, ist hier viel noch frei gewesen. Wie viel hier noch frei gewesen ist? Ja, ich habe ja zwei Orte hier nicht erkundet. Der Zimmer der Geißel und noch so ein Ding. Aber holla die Waldfee, wie viel hier fehlt. Aber es ist geil, weil dann kann man das Spiel mehrmals spielen und hat dann unterschiedliche Stories. Oder beziehungsweise, ja doch, eigentlich unterschiedliche Stories. Nett? Aber ich denke mal, ich werde das Spiel nur einmal durchspielen, also... Man soll ja haben, wenn man das Spiel selber spielt, dass da noch was Neues ist, ne? Ach was, wie weltweite Statistiken gibt's hier auch noch? Was? Statistiken von Freunden in Prozent? Ich habe keine Freunde. Okay. Interessanterweise haben die letzten beiden Schritte nur 35% irgendwie gemacht. Während beim Rest... Ah, über die Waffen lügen haben sie nur... Über die Waffe lügen gab es nur 28%. Interessant. Ansonsten bin ich bei ungefähr dem 50er, beziehungsweise sogar bei 80er geblieben. Okay. Ah. Die meisten der Leute haben dasselbe gemacht. Ja gut. Dann mal weiter hier, ne? Hi. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Ich zeige Ihnen noch sie. Zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell.
Wir nehmen ihn. Schalten wir in die Überwachung. Den Notruf, wenn er mit einem Buch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Was teurer und mehr Funktionen? Ja, ich mach den Kerl nicht. Da ist er. Es war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Das Gesicht kam mir gerade ein bisschen bekannt vor. Und Kara? Das letzte Mal, als ich den Namen gehört hatte, das war ein WoW und das war eine Schlachtzugsinstanz. Aber das kam mir gerade so ein bisschen so vor wie... Ja, weiß ich nicht. Wie eine Art Sklavenverkauf? Ich meine, ich weiß ja, hier ist ja quasi dieser Konflikt zwischen Androiden und Menschen, weil Menschen halt, ne, so ein bisschen die Androiden nicht unbedingt als, wie soll ich das jetzt gerade sagen? Ich komme gerade nicht auf das Wort. Man könnte es vergleichen mit Menschen hier in der Realität, so eine gewisse Art von Rassismus, könnte man sagen. Und so wie das aussieht, ist es wohl auch mit den Maschinen, dass sie nicht unbedingt anders angesehen werden. Sie werden einfach als etwas angesehen, was einfach nicht sein sollte, was einfach nicht hingehört, was einfach nicht zu dem Menschen gehört irgendwie. So ähnlich wie es ja zum Beispiel damals in Amerika war, aber ich weiß leider nicht, zu welchem Zeitraum das war, wo zum Beispiel halt getrennte Toiletten zum Beispiel gab für, Hellhäutige und Dunkelhäutige durften halt nicht irgendwie zusammen irgendwo sein. Oder, ja, quasi halt das, ne, Sklaventhema. Was ja noch ein bisschen weiter her ist, ja, eigentlich. Aber ja, das könnte interessant werden, was es hier so... Hatte der Typ keine Windschutzscheibe?